Hey Radsportfans, Bock auf einen Blick hinter die Kulissen? Zusammen mit Krombacher 0,0? Dann kommt mal mit. Hallo liebe Krombacher Fans, ich erkläre euch heute mal, wer ich eigentlich überhaupt bin. Und zwar haben wir ein Interview vorbereitet mit mehreren Fragen. Die sind alle hier irgendwie versteckt, ich weiß nicht, worum es geht. Und mal schauen, was uns erwartet. Ich bin Ben Zwiehoff, ich bin 27 Jahre alt. Wie man vielleicht sieht, bin ich prädestinierter Bergfahrer. 7 Jahre lang Mountainbike-Profi, unter anderem Europameister 2015 mit der deutschen Mannschaft. Und hatte aber immer das Gefühl, dass ich eventuell auf der Straße besser aufgehoben wäre und vielleicht dort mehr helfen könnte in dem Sinne mit meinen Anlagen. Und so kam der Erstkontakt zu Bora Hansgrohe, woraus dann sozusagen die Schnapsidee entstanden ist, dass ich doch mal mein Glück versuche. Ich konnte es gar nicht glauben, also die ersten Wochen musste ich mich morgens immer kneifen, ob das wirklich passiert ist. Ja, und dann sehr hart gearbeitet den Winter, sehr viel trainiert, versucht den Umstieg möglichst leicht zu machen. Und ja, der Unterschied zum Mountainbike ist einfach, dass es jetzt eine klare Mannschaftssportart ist, eine Teamsportart. Und während ich als Mountainbiker häufig als Einzelkämpfer unterwegs war, geht es jetzt vor allen Dingen darum, der Mannschaft zu helfen. Es stand jetzt nicht im Fokus, gute Ergebnisse zu erzielen oder in der Gesamtwertung möglichst weit vorne zu sein, sondern einfach nur am Berg halt einer der letzten Helfer für unsere Klassementfahrer oder aber auch zum Beispiel im Flachen auch mal Lücken stopfen. Und ich glaube, es ist mir auch ganz gut gelungen. Das kann ich eigentlich nur als optimal bezeichnen. Gleich die UAE-Tour im Februar, klassische Windkantensituation gleich von Anfang an, als Neuling überhaupt keine Erfahrung mit hatte. Und somit den ersten Tag ums Überleben kämpfen musste und gleichzeitig aber an diesem Tag auch super viel gelernt habe. Generell, das größte Highlight ist überhaupt, dass ich hier im Team fahren darf, dass ich hier als Teil der Mannschaft funktioniert habe und dass ich mich gut integriert habe. Das ist für mich quasi das große Highlight der ersten Saisonhälfte. Ja, und dann ganz klar die UAE-Tour, wo ich als Berghelfer für EMU fungiert habe und dort auch an den beiden Bergankünften eigentlich ziemlich gute Leistungen zeigen konnte, gleich mal mich präsentieren konnte, um auch zu sehen, wie gut ich quasi im Verhältnis zu den anderen Top-Fahrern schon dastehe. Und ja, als Lennart bei der Katalonien-Rundfahrt gewonnen hat oder Peter bei der Katalonien-Rundfahrt, das war für mich schon einfach cool zu sehen, dass deine Arbeit sozusagen direkte Einflüsse auf das Teamergebnis hat. Und das war für mich eigentlich das bisherige Highlight der Saison. Schnellstmöglich wieder fit zu werden. Ich habe mir bei der Ungarn-Rundfahrt das Schlüsselbein gebrochen. Und dann ist natürlich das große Ziel von mir, Ende diesen Jahres noch eine kleine Grand Tour über 3 Wochen zu fahren. Dafür arbeite ich jetzt sehr hart und werde alles dafür geben, dass ich auch da der Mannschaft bestmöglich helfen kann. Und ansonsten, langfristig gesehen, habe ich immer gesagt, ein Traum wäre es, mal irgendwann die Tour de France zu fahren. Das war für mich immer klar, wenn du mal Straße fahren solltest, ist das ein Riesenziel. Tja, Lea, ist nichts mehr. Vielen Dank für die Fragen. Ich hoffe, ich habe euch einen kleinen Einblick darüber geben können, wer denn überhaupt so dieser Ben Zwiehoff ist. Und ja, ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis bald.